Menschen, die in der 1392 den Lernhof, den Brett des Flughafens, eines Flughafens, der gegen unseren Widerstand unmittelbar und den Stadtgrenzen gesetzt wurde, als Ersatzflughafen für München, der dann aber immer weiter zum heutigen internationalen Flughafen ausgebaut wurde. Als Bürgerinnen und Bürger dieser Region haben wir es satt, für dumm verkauft zu werden. Europa und die Welt reden nur noch von Rettungsschirmen und Banken, dann sich der Staat und dann sich Häuser schaffen, vor den Gegenden zu bewahren. Aber die FDP, dieser vermeintliche Heilsbringer, zahlt über 1 Milliarde Euro an die Haft der Volkshälfte, um keine 6 Kilometer den 30-jährigen Friedwitz zu schaffen, mit immer neue, immer noch mehr Umsteiger, immer noch weiter aufzubauen. Eine 6 Kilometer neben 46.000 Freisingerinnen und Freisinger und in den Vorgärten der Dorfgemeinschaft Erdenheben. Wir und unzählige Betroffene aus dem Gesamtumland haben es satt, verkauft zu werden. Weil der Oberbürgermeister aus Not und Fähig unseres Landes mit seinem Teil der 40 Ministerpräsidenten verfügt hat und sagt, er, der Münchner Oberbürgermeister, kann nur Landespolitiker werden, wenn er die britische Staat und Landesbahn bekommt. Weil diese Politiker zwar alle ganz vorn dabei sind bei Atomausstieg und Energiewende, weil eben diese Politiker von uns Freising und der Landesregion fordern, mitzuziehen bei Programmen wie dem Luftreinhalteplan für München oder dem Bayerischen Bündnis zum Städtischen Raum. Genau deshalb fühlen wir uns verraten und verkauft für dumm verkauft. Und wir sagen, wir alle, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger aus München, aus Bayern und darüber hinaus, wir alle werden der Flughafen, wenn man uns einreden will, diesen Flughafen ausbauen zu müssen in einer Zeit der Finanzkrise, des Atomausstiegs und der Energiewende. Wir, die Menschen, eure Nachbarn aus Freising und Erdenheben, die erklären und der gesamten Region, wird im wörtlichen Sinne verkauft für ein unbegrenztes und eben deshalb grenzenlos unsinniges Flughafenwachstum. Das Ende eines ganzen Freisinger Ortsteils, das unwiderrufliche Ende von Erdenheben, meine Damen und Herren, liebe Mitbürgerinnen, Münchner, liebe Gäste. Freising und der Flughafen liegen 30 Kilometer von hier weit nördlich. Wenn die dritte Streifenlandebahn kommen sollte, wird die Ortschaft Erdenheben mit 1000 Einwohnern durch die Bau der Piste amputiert. Der gesamte Südteil dieses Ortes ist Entschädigungsgebiet und Übernahmeausbrüche. Weil ein Lebensort überhaupt nicht mehr möglich wäre. Aber für den Rest gibt es gar nichts. Sie müssen den Verlust an Lebensqualität, die Wertbewegung ihrer Grundstücke als Gott gegeben hinnehmen.